Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Overclocked. Im letzten Part hatten wir uns ja das Radio geschnappt und ich glaube, der Radio-Freak... Das war ja in einer anderen Zelle. 3, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist das hier? In 2? Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Nein, nee, was war, glaube ich, in Zelle 3, ne? So. Ja, ich glaube, ja, hier war. Verändert. Gut, dann schnappen wir uns mal das Radio. So. Er reagiert nicht. Er reagiert nicht. Du kennst das, hm? Dein Lieblingssender? Gut. Sehr gut. Hörst du mich? Okay. Hör zu, mein Junge. Was immer dir passiert ist, du musst dich erinnern. Wir werden mit dem letzten Erlebnis vor deiner Einlieferung beginnen. Entspann dich. Du erinnerst dich an den Abend, an dem man dich fand. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Okay. Da steht ein Code drauf. Okay, ein Schlüssel und eine Taschenlampe und eine Waffe wieder. Verdammt, ist das finster hier. Okay. Okay. Da ist eine Tür. Nein. Was ist? Ein gottverdammtes Kombinationsschloss. Kannst du es öffnen? Ich versuche es. Ich erinnere mich an ein Codeschloss, aber ein anderes. Die Kombination war 1, 5, irgendwas. Hast du nichts dabei, das dir helfen könnte? Eine Knarre und ein Zettel mit kryptischen Zahlen drauf. Hast du ihn geschrieben? Nein. Das ist nicht meine Handschrift. Woher hast du ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur aus diesen verdammten Gängen raus. Du hast es bereits geschafft. Du musst dich nur erinnern. Ich beeile mich besser. Da steht ein Code drauf. Okay. Ich kann ihn hier jetzt nicht verwenden. Eins, fünf, irgendwas.
Mal sehen, ob es hier irgendwann irgendwie irgendeine Reaktion gibt. Achso, das ist ein Löschen, ja. Es tut sich nichts. Ich kann auch den Zettel hier nicht näher 0 ziehen. Fragezeichen 2. Nee, gut, das hat keinen Sinn jetzt hier. Ich bin wohl von da runtergerutscht. Dann wollen wir mal hier durchkriechen. Lieber nicht. Ein Luftschacht. Lieber nicht. Ja, okay, gut. Hier komme ich ja nicht hoch. Dann muss ich ja jetzt... irgendwie hier durch die Tür durch. Die ist abgeschlossen. Das wird das Schloss sein. Steht ein Code drauf. Ja, aber ich kann den Code ja jetzt... Da steht ein Code drauf. Ja. 10, Fragezeichen 2. Ah ja, das ist vielleicht vierstelliger Code 1, 0, irgendetwas 2 und dann geht die Tür auf, aber warte mal, 1, 0, 0, 2. Ich will erstmal herausfinden, wie viel. Oder mal vielleicht. Nee. Aber ich kann den Zettel jetzt auch nicht verwenden. Steht ein Code drauf. Ja. Ja, 1, 0, irgendetwas 2. Da soll das Minuszeichen sein. Minus plus und X. So, also warte mal. 1, merkwürdig. Ich kann den Zettel auch nicht näher betrachten. Und ich komme jetzt hier auch nicht weiter. Das ist jetzt eine Nuss, die ich jetzt so ohne weiteres irgendwie nicht schaffe zu knacken.
Und man kann sich den Zettel auch nicht näher angucken. Soll das jetzt hier ein Minuszeichen sein, oder? Was ich jetzt ganz ehrlich gesagt. Da weiß ich jetzt nicht weiter. Ziemlich massiv, diese Tür. Ja. Ja, also mit dem Zettel hier kann ich jetzt nun überhaupt nichts anfangen. Da kann ich jetzt nun überhaupt nichts, da weiß ich jetzt nun überhaupt nichts mit anzufangen. Und ich kann ja sonst nichts machen. Kann ich vielleicht die Erinnerung beenden irgendwie? Nee. Jetzt tut sich auch bei den Lichtern nichts. Warte mal, also 1, 0, 0, 2, war nichts. 1, 0, 1, 2. Es gibt doch keine Reaktion, es geht kein Licht an, er sagt auch nichts. Ne? Ja, ne, also tut mir leid, Leute, da also weiß ich jetzt im Moment überhaupt nicht weiter. Da. Warte mal. Einfach mal. Ja, nee, also Leute, da habe ich nun gar keinen Plan. Da weiß ich jetzt überhaupt nichts mit anzufangen. Man kann die Zettel auch nicht näher betrachten. Das ist blöd. Ich weiß auch nicht, ist das ein Minuszeichen oder was soll das hier sein? Oder ist das eine verunglückte Zahl? Wenn man sie näher betrachten könnte, könnte man sehen, was für eine Zahl das ist, oder? Eins. Null. Oder muss ich jede Zahl einzeln eingeben, also sprich 1 Eingabe. Warte mal, ich mache das mal hier löschen nochmal. Weil hier auch 4 Lichter sind, die müssen auch irgendwie irgendeine Bewandtnis haben. Da ich hatte gedacht, wenn man jetzt eine richtige Zahl eingibt und dann Eingabe drückt, dass dann vielleicht ein Licht leuchtet, damit man merkt, ah, alles klar, die ist richtig, aber... Ich weiß auch noch nicht einmal, wie viele, warte mal, wie viele Zahlen dieses Schloss nun hat. Wie viele Stellen nun? Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 oder 10. Ne, tut mir leid, aber keine Ahnung, also stehe ich jetzt komplett auf den Schlauch. 1, 0, Fragezeichen 2... Minus, plus, durch mal. Es ist minus, plus, durch mal. 10 minus 2. Oder 10 plus 2 oder 10 durch 2 oder 10 mal 2. Warte mal. Also 10 minus 2, das ist 8. Aha, das scheint zu stimmen. Ah, jetzt habe ich verstanden. 10 plus 2 ist 12. Ah, 10 durch 2, das ist 5. Und 10 mal 2 ist 20.
ich glaube, jetzt hat es geklappt. Na endlich! Mist, links ein Riesenventilator, rechts geht's auch nicht weiter. Da draußen schießt jemand. Ich glaube, da geht's ins Freie. Hey. Vielleicht geht es damit. Jetzt aber ganz schnell, du. Okay. Das ist doch bestimmt der gleiche. Ja, das ist der gleiche Gang. Hier ist die Mauer kaputt geschossen. Von dem anderen. Ja, alles klar. Rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Unten lag ein Gitter und eine Brechstange. Was sagst du da? Hier war wohl schon jemand. Ja, das glaube ich auch. Schön, mir reicht's jetzt hier. Ich hau ab. Sie sind zu schwer. Okay. Hier steht eine Öltonne. Nichts wie weg jetzt. Ich sollte noch mal mit ihm reden. Vielleicht komme ich weiter, wenn ich ihm eine Aufzeichnung vorspiele. Okay. Das hat keine Reaktion. Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter. Dunkle Gänge. Und eine Mauer mit einem Gitter. Ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole.
gesperrtes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Nee. Vormittagabend. Oh, warte mal, vielleicht ja das hier. Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007, 8 Uhr. Ich beginne heute früh meine Untersuchung in Staten Island. Ziel der Untersuchungen ist Erinnerungsrekonstruktion. Keine Ahnung, was mich erwartet. Nee, das ist auch nicht. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Nee. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Mal sehen. Okay, dann nehmen wir mal das zweite. Oh nein. Was ist? Ein gottverdammtes Kombinationsschloss. Kannst du es öffnen? Ich versuche es. Ich erinnere mich an ein Codeschloss, aber ein anderes. Die Kombination war 1, 5, irgendwas. Hast du nichts dabei, das dir helfen könnte? Eine Knarre und ein Zettel mit kryptischen Zahlen drauf. Hast du ihn geschrieben? Nein, das ist nicht meine Handschrift. Woher hast du ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur aus diesen verdammten Gängen raus. Du hast es bereits geschafft. Du musst dich nur erinnern. Ich beeile mich besser. Mist. Links ein Riesenventilator. Rechts geht's auch nicht weiter. Da draußen schießt jemand. Ich glaube, da geht's ins Freie. Soll ich da rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Unten lag ein Gitter und eine Brechstange. Was sagst du da? Hier war wohl schon jemand. Ja, das glaube ich auch. Okay. Das war die Aufnahme von eben. Meinst du, du kannst dich erinnern, was davor geschah? Was hast du getan, bevor du in diesem Korridor gelandet bist? Etwas, mein Lieber. Und wenn? Halt dich fern von mir. Kommst du mir noch einmal dumm, dann bist du dran. Jetzt habe ich aber Angst. Wir haben uns verstanden. Komm mir noch mal zu nah und ich knall dich ab. Dieser Armleuchter. Es wird wirklich Zeit, hier abzuhauen. Ich muss nachsehen, ob der Schlüssel noch da ist. Und dann los. Okay, welcher Schlüssel? Die Zettelpistole habe ich schon. Okay. Ach Gott. Okay, aber... Ja, hier kann ich jetzt nichts machen. Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Okay, gut, dann nicht.
Die Tür ist abgeschlossen. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Okay. Auf der Flagge will er nicht. Achtung will er auch nicht. Dem Idioten habe ich nichts mehr zu tun. Nein, da gehe ich nicht noch mal runter. Hier. Okay, der Schlüssel ist noch da. Ich kann jetzt nichts weiter tun. Weiß der Himmel, wo er steckt. Er ist abgehauen. Weiß der Himmel, wo er steckt. Abgeschlossen. Leider auch nicht. Abgeschlossen. Okay, geht nicht. Abgeschlossen. Mit dem Idioten habe ich nichts mehr zu tun. Nein, da gehe ich nicht nochmal runter. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, was ich jetzt hier noch großartig machen soll. Küche. Ah, hier. Kann ich gebrauchen. Notfalls kann man damit auch zuschlagen. Nee. Gut, jetzt habe ich alle Utensilien. Nee, hier. Aber irgendwie muss ich ja jetzt mal gucken, wo komme ich denn da jetzt mal. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Ja, okay, gut. Die Tür ist abgeschlossen.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen kann. Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Okay. Da will er ja auch nicht hin. Hier kann ich ja auch gar nichts machen. Nichts. Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Ah, was soll ich denn jetzt hier machen? Verstehe ich jetzt nicht. Da will er nicht hin, zum Turm will er auch nicht hin. Dahin gehe ich nicht mehr. Ja, also ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Waffenlager, Gefängnis. Die Tür ist abgeschlossen. Da in den Keller will er auch nicht mehr rein. Mit dem Cliff will er auch nichts. Mit Cliff will er auch nichts mehr zu tun haben. Hier ist die Küche. Verschlossener Raum. Mit dem Idioten habe ich nichts mehr zu tun. Kann ich aber auch nichts machen. In der Küche kann ich ja auch nichts mehr machen. Hier im Zimmer ja, auch nichts. Ja, nee, Leute, ich beende jetzt hier den Part. Ich habe so überhaupt keinen Plan, was ich jetzt machen soll. So, das gefallen hat, glaube ich, ein Abo. Sagt, dass ich soll wieder dabei. Bye, bye.